Ich bin der Einsatzleiter Matthias Wessow, hier an der Einsatzstelle in Wurzig, Wohnhausbrand. Im Hintergrund ist zu sehen, das abgebrannte Nebengebäude. Bei der Erstankunft hier vor Ort hat das Nebengebäude im Vollbrand gestanden. Haben dann die Kräfte eingeteilt, um das Wohnhaus zu schützen, was uns auch gelungen ist. Das Nebengebäude ist natürlich verloren aufgrund des massiven Feuers hier an der Einsatzstelle. Hier an der Einsatzstelle vorhanden oder eingesetzte Kräfte sind die Feuerwehr Költen mit einem kompletten Löschzug, Feuerwehr Gröbzig, Gürzig, Wurzig, Weißandt-Gölzau, die Kräfte Pieten, Marsdorf, um hier den Bedarf der Artschutz-Retteträger zu decken, um den Brand auch effektiv bekämpfen zu können. Weiterhin vor Ort der ELW 2 von der Ortsfeuerwehr Quellendorf, um hier den Einsatz effektiv administrativ abarbeiten zu können. Personen sind nicht zu Schaden gekommen, die Eigentümer waren zum Brandausbruchszeitpunkt nicht zu Hause. Wir sind jetzt damit beschäftigt, die Restlöscharbeiten durchzuführen. Der Brand ist soweit unter Kontrolle. Das sollte es soweit von unserer Seite gewesen sein.